Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal erläutern, warum Suchmaschinen so wichtig sind. Das lässt sich gut erklären an dem Ansatz von David Weinberger, der drei sogenannte Ordnungen der Ordnung benennt. Die erste Ordnung der Ordnung ist die, die wir alle schon sehr verinnerlicht haben. Jedes physische Objekt hat einen bestimmten Standort. Das bedeutet, ein Buch in einer Bibliothek kann ich immer nur an einem bestimmten Ort finden. Die zweite Ordnung der Ordnung löst sich ein Stück weit von diesem physischen Ort. Auch das war analog noch möglich. Das bedeutet, Bibliotheken haben sogenannte Zettelkästen gehabt, wo alle Bücher der Bibliothek alphabetisch sortiert waren. Das heißt, als Nutzer der Bibliothek habe ich die Möglichkeit, an einen zentralen Ort zu gehen und zu recherchieren, wo sind die Bücher, die ich brauche. Die dritte Ordnung der Ordnung ist diejenige, die nur digital stattfinden kann. Und das ist eben auch ein Alleinstellungsmerkmal oder ein zentrales Charakteristikum des Internet, dass sich dieses nämlich von Ort und Zeit der Informationen löst. Als ein Amazon habe ich also die Möglichkeit, eine Vielzahl von Büchern, sogar mehr als eine Bibliothek verstauen kann, anzubieten, und ich muss die noch nicht mal sortieren, sondern die Sortierung erfolgt dann in dem Moment, wo jemand in die Suchmaske von Amazon einen bestimmten Titel oder ein Thema eingibt. Und erst dann kommt die Sortierung dieser Bücher. Und das kann ich natürlich weiterspielen mit jedem erdenklichen Thema. Und dann wiederum kommt Google ins Spiel, die eben alle Informationen sortieren auf Basis ihres Suchalgorithmus. Und wenn Bedürfnisse von Nutzern über Suchmaschinen primär angefragt werden, dann ist natürlich auch das Marketing mit Suchmaschinen so entscheidend. Und das ist der Punkt, warum Suchmaschinenmarketing so relevant geworden ist durch das Aufkommen des Internets.